Hi Leute, heute gibt es sozusagen ein Behind-the-Scenes-Video. Ich erzähle euch jetzt, wie es bei mir immer so aussieht, wenn ich ein Video drehe. Schritt Nummer 1 ist natürlich die Idee. Zugegeben, manchmal habe ich schon eine, aber wenn ich da mal keine habe, dann sieht das Ganze so aus. Schritt Nummer 2 ist natürlich auch sehr wichtig, und zwar ist das der Aufbau. Ist dann natürlich das Video drehen, was mir immer sehr viel Spaß macht, aber es kann auch schon mal bis zu einer Stunde dauern oder länger, da ich mich dauernd verhasple. Schritt Nummer 4 ist für mich auch ein sehr wichtiger Schritt, und zwar gucke ich mir das Video, also das ungeschnittene, nochmal auf dem Display der Kamera an, um zu gucken, ob es so funktioniert oder ob ich es lieber noch einmal drehen sollte. Der fünfte und letzte Schritt ist auch sehr wichtig, und zwar ist es das Schneiden des Videos. Und das macht mir nicht immer so viel Spaß, aber ich mache es trotzdem sehr gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mich natürlich mit einem Like unterstützen. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Ihr könnt auch gerne hier vorbeigucken, da verlinke ich euch zwei andere Videos von mir. Ihr könnt mir auch ein Kommentarchen da lassen und wir sehen uns dann nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut raus, macht es gut, ciao!